Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Kornel. Und das hier ist ein Jubiläumsvideo. Ja. Und trotzdem ist es nichts Großes, weil mir momentan dafür Nerven fehlen. Aber trotzdem wollte ich es meinem Kanal nicht vorenthalten, gefeiert zu werden, denn mein Kanal wird heute ein Jahr alt. Und zwar existiert der Kanal schon seit dem 10.11.2012. Allerdings wurde am 12.11., also heute vor einem Jahr, das erste Video hochgeladen und dieses erste Video ist quasi auch die Geburtsstunde meines Kanals. Ja. Ein Jahr lang ist es jetzt schon her. In dem Jahr sind ja viele Videos rausgesprungen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viele es genau sind. Es müssten so um die 100, um die 450 sein. 451 Videos habe ich in der Zeit hochgeladen. 700 Abonnenten plus Abo 700 plus Abonnenten erreicht. Und zum Geburtstag bekommt mein Kanal auch noch eine Partnerschaft, was natürlich jetzt zeitlich ziemlich cool passt. Wann genau die Partnerschaft anfängt, weiß ich nicht. Entweder heute oder in den nächsten Tagen. Und ja, ein Jahr ist vergangen und ich wollte mein Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Einfach, dass man mal guckt, was denn überhaupt passiert ist. Ich hätte das gerne auch so ein bisschen unterlegt mit Bildern und vielleicht Ausschnitten. Aber dafür fehlt mir momentan einfach der Kopf, um sowas zu machen. Weil das auch ein bisschen zeitintensiver ist. Und deswegen, ja, gibt es jetzt die abgespeckte Version. Ich denke mal, das ist aber auch in Ordnung, denn immerhin ist es auch jetzt erstmal nur ein Jahr und für ein wirklich großes Lasst uns zurückgucken, ist es vielleicht dann doch noch zu früh. Aber trotz allem möchte ich dieses Jahr nicht missen. Ja, mein Kanal ist ein großer Bestandteil von mir geworden. 450 Videos in einem Jahr zu machen und zu bearbeiten und hochzuladen ist kein Kinderspiel. Ich weiß, es gibt auch Leute, die laden im Jahr doppelt so viel oder vielleicht sogar dreimal so viel hoch. Ich aber nicht. Für mich war es sehr viel Arbeit. Vor allen Dingen war es für mich persönlich auch ist dieser Kanal auch in einer Zeit entstanden, in der es nicht optimal lief für mich? Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich ist dieser Kanal in einer Zeit entstanden, in der es mir ziemlich schlecht ging. Weil es die Zeit war, in der ich mein erstes Studium abgebrochen habe. In der ich so das restliche Semester abgesessen habe in meiner Wohnung, damals noch in NRW, ziemlich viel alleine war und nicht so genau wusste, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Denn ja, mit so einem abgebrochenen Studium im Winter, nachdem alle Bewerbungsfristen für alles andere auch schon irgendwie um waren, das ist jetzt nicht so die allergeilste Sache der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, man war viel alleine und man musste gucken, ja, wie man irgendwie durch diese Zeit kommt. Und ja, dann gab es auch den ersten Umzug schon. Während meines Kanaljahres, als ich wieder zurück zu meinen Eltern gezogen bin. Und dann jetzt vor kurzem bin ich ja wieder umgezogen. Es ist quasi jetzt so, ja, die Wiedergeburt des Studenten, Kornel. Ich studiere ja jetzt wieder und diesmal tatsächlich mein Traum
Studiengang und meinen Traum, den ich hoffentlich verwirklichen werde. Und trotz allem war der Kanal in der Zeit auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Beschäftigung, weil man nichts zu tun hatte und so ein bisschen der Blick danach, ob man überhaupt noch fähig ist, irgendwie andere Leute für sich zu begeistern, obwohl es einem selber nicht so optimal ging. Und das habe ich gemacht und es hat irgendwie funktioniert. Und dann gibt es auch Menschen, denen man da auf jeden Fall danken muss. Denn einer, der tatsächlich bis heute bei meinem Kanal dabei ist, ist der Mario Bros. So heißt er zumindest auf YouTube, sein Kanal. Mit irgendeiner Zahlenkombination am Ende. Und ja, das war so der Abonnent, der in meiner Anfangszeit komplett aktiv mich durchgefüttert hat, quasi mit Bewertungen, mit einem Daumen hoch, mit Kommentaren, die nicht immer nur waren guter Part, sondern die Part bezogen waren, wo man gesehen hat, ey, der hat tatsächlich das Video geguckt, die aber auch Kritik und Verbesserungen immer mal wieder mit reingestreut haben und er ist der Abonnent, der vor allen Dingen in der Anfangsphase meines Kanals der wichtigste war, weil es oft Videos gab, wo einfach dann ein Kommentar drunter stand und dieser Kommentar war von Mario Bros. Und ich kann euch sagen, wenn ich diese komplette Zeit ohne ihn gemacht hätte und diese ganzen Videos nicht diesen einen Kommentar, sondern null Kommentare gehabt hätten, dann weiß ich nicht, ob ich heute noch Let's Playen würde. Weil es für mich immer das Allerschlimmste war, ein Video hochzuladen, das dann unten drunter nackig ist. Ich sag das immer gerne so, dass es dann nackig ist, wenn da nichts drunter ist. Das war für mich immer so die schlimmste Vorstellung, weil ich zu der Zeit sowieso schon so viel alleine war. Und das natürlich nicht der Sinn war des Kanals. Ich wollte nicht, dass es auf meinem Kanal einsam wird. Und deswegen ist es wirklich ein unglaublich, unglaublich großer Dank an ihn. Weil ich nicht weiß, ob mein Kanal noch am Laufen wäre. Ein anderer Abonnent, der neben Mario Bros. Dann sehr viel kommentiert hat und auch eine sehr lange Zeit mich echt durchgetragen hat, war der Waddle Dee, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr dabei ist, was ich schade finde, aber was man akzeptieren muss. Und auch der Masalin 2412, der auch selber Let's Played, das waren so echt die Leute, die wirklich präsent waren. Vor allen Dingen in meiner Anfangszeit. Vor allen Dingen in der Zeit, wo noch nicht ganz so viele da waren. Und ja, die diesen ganzen Weg geebnet haben quasi. Dann gibt es natürlich noch Leute wie EXXIONI, der auch immer mal wieder da war, der wahrscheinlich auch immer noch da ist und immer noch guckt, die aber natürlich dann nicht ganz so aktiv in den Kommentaren waren und wodurch ich dann natürlich auch nicht ganz so präsent die Namen dann im Kopf habe. Wenn ich sie lese, weiß ich natürlich, wer das ist, aber das sind dann eher, wie gesagt, die sind halt nicht ganz so präsent wie die drei, die ich ja auch gerade genannt habe. Trotz allem ging's ganz ordentlich los. Ich hatte nach 3 Monaten meine knappen 100 Abonnenten. Ich hatte nach, ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Nach knapp nochmal 3 Monaten dann meine 200 irgendwie so um den Dreh und dann nach so einem halben Jahr ging's dann los, dass es ein bisschen mehr Aufsehen um meinen Kanal gab, denn zu der Zeit habe ich den Sozi kennengelernt, mit dem ich mich heute immer noch sehr gut verstehe, denke ich mal, und der einfach unglaublich, ja,
der mir natürlich ein unglaubliches, für mich persönlich ein unglaubliches Publikum geöffnet habe, wo ich mich präsentieren konnte. Sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir mal ganz ehrlich, ohne den Sozi wäre es natürlich zu dieser Zeit auch nicht dazu gekommen, dass ich mich in kurzer Zeit auch einem größeren Publikum und dadurch auch einer größeren Abonnentenzahl erfreuen konnte. Und deswegen ist es natürlich auch ein Baustein meines Kanals, wobei ich da natürlich auch schade, ja, finde ich schade, weiß ich nicht. Ich finde es Ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, denn man könnte sagen natürlich, dass Sozi und dann später auch Wallo mich gepusht haben. Das kann man sagen, wenn man das möchte. Nur ich persönlich habe immer so ein Problem damit, wenn man das sagt, weil gepusht hört sich immer so an, dass, als ob man irgendwie nichts dafür konnte. Oder ob man sich nicht dagegen wehren konnte. Ja, wie dumm es sich jetzt auch anhört. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil meine Analytics zeigt mir eine Nettoveränderung bei Abonnenten von 669 an. Ich habe aber auf meinem Kanal 719 Abonnenten. Das passt irgendwie nicht, weil da irgendwas fehlt. Naja, weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist komisch. Ist ja jetzt auch eigentlich scheißegal. Ich glaube jetzt einfach mal das, was. Es sind so roundabout 700. Im Moment ist es ja sowieso ein bisschen so, dass es mit den Abonnenten auf und ab geht. Da kriegst du mal 10 gelöscht und dann kriegst du in 3 Tagen auf einmal wieder 14 dazu und dann kriegst du wieder 10 gelöscht und keine Ahnung. Soll jetzt auch nicht unbedingt das Thema sein. Nee, aber auf jeden Fall war das natürlich was Schönes für meinen Kanal, dass ich dann auch diese Plattform ergreifen konnte, beim Sozi mitmachen konnte. Und ich denke, da ist nicht nur ein Mitmachen draus geworden, sondern der Sozi und ich, wir kommen schon ganz gut miteinander aus. Ich weiß noch, an den Tagen, als ich dann mich, als, also ich habe das Ganze lief eigentlich so ab, dass ich Sozi voll geheult habe, weil mein Grabber mal wieder rumgespackt habe und ich wusste ja, dass er den gleichen hat und ich ihn daraufhin angeschrieben habe und ihn gefragt habe, hey, kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben oder so? Und viel mehr habe ich da dann auch gar nicht mehr bei gedacht. Es war dann nur so, dass ich ein paar Tage später dann die Nachricht bekommen habe, so von wegen, ey, deine Videos sind ja voll klasse, ich suchte die ganze Zeit und war vielleicht dann auch mein Glück, dass Sozi in dem Jahr sein Abitur gemacht hat und ganz viel Zeit hatte, um alle meine Videos zu gucken, die er relativ schnell abgefrühstückt hat. Der Sozi hat da, glaube ich, innerhalb von 5 Tagen 500 Videos geguckt, so ungefähr, jetzt natürlich nicht konkret, aber das war schon krass und ja, dann kam Skype und dann kam es so, dass Sozi und ich einfach mal am Samstag oder was, Freitag, Samstag, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall haben wir einfach mal, ich glaube, 8 Stunden Trackmania zusammen gezockt und es war einfach nicht langweilig, es war schön und es ist, ja, und ist auf jeden Fall cool. Da bin ich ja dann auch in WK, nach WK gekommen. Da wurde ja auch WK so langsam wiedergeboren. Und hat sich auch ganz gut gemausert seitdem. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wieder der Clan, denke ich. Und das war natürlich eine sehr schöne Zeit. Jetzt auf meinem Kanal. Persönlich wieder war es alles nicht ganz so einfach zu der Zeit. Aber ja, das Schöne war, dass wenn ich einen nicht so schönen Tag hatte oder nicht so schöne Nächte hatte, dass ich morgens oder abends oder mittags an den PC gehen konnte und sehen konnte,
Meine Fresse, da sind 5 Daumen hoch, da sind 3 Kommentare und die Leute, die mögen deine Videos irgendwie. Warum genau, weiß ich auch heute noch nicht, aber irgendwie mögen sie die. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr helfen kann und mir sehr geholfen hat und mir sehr viel Freude bereitet hat und wofür ich echt nur danken kann. Ja, und dann kam der Wallo noch dazu, hat mich auch über den Sozi entdeckt und Wallo ist ja sowieso so ein Mario Kart Suchti und ja, der Wallo hat mich gefragt, ey, willst du bei mir mal mitmachen? Und ich habe mitgemacht und ja, Wallo und ich verstehen uns auch ganz gut, würde ich sagen. Mehr oder weniger. Nee, wir verstehen uns echt ganz gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wallo ist halt auch einfach ein Mensch, den man nur mögen kann. Das ist, ja. Ich meine, was kann man nichts gegen sagen. Ja. Es ist halt einfach alles ehrlich und ja, einfach menschlich. Und 4000 Abonnenten steigen dem Jungen auf jeden Fall nicht zum Ko zu Kopf. Das kann man ganz klar sagen. Der macht seine Arbeit und macht dazu noch so einen mega geilen Kanal und ja, und ich durfte dann auf einmal Teil davon sein, obwohl ich einfach nur so ein kleiner Pimp bin, weißt, der irgendwie mal aus Langeweile und Verzweiflung seinen Kanal gestartet hat und dann war es da auf einmal, ne, da habe ich, ich habe im November meinen Kanal gestartet, ich habe dann im Januar, habe ich mir dann hier Sozis Neujahrsturnier mit Drago reingezogen. Ich habe mir Sozis Quacker-WWs allesamt reingezogen. Ja, ich glaube innerhalb von 3, 4 Tagen, weil das halt auch die Zeit war, wo ich mein Semester abgesessen habe und nur alleine in meinem Zimmer saß. Ja, ich hatte nichts zu tun. Ich musste einfach warten, bis das Semester vorbei ist, weil ich. Und ich war halt auch jetzt nicht in der Lage oder nicht in der Stimmung, um da großartige Sprünge zu machen und großartig dies und das und jenes zu machen. Ja, und dann guckt man sich sowas an und findet das mega lustig. Ich meine, die Quacker-WWs von Sozi sind legendär. Da braucht man nicht lange um den heißen Brei reden. Wenn es etwas Geiles auf dieser Welt gibt, dann sind es die Quacker-WWs von Sozi. Und ja, dann ist man selber Let's Player, gerade angefangen. Also noch nicht mal die 100 Abonnenten und man denkt sich nur so, ey, geil, da wird's auch gerne mal mitmachen. Ja. Und was passiert? Zack, bist du drin. Es ist prinzipiell ein schlechter Traum, also ein wunderbarer Traum, aber. Damit rechnest du ja nicht, ja. Das ist. Sowas scheint dann auch unerreichbar. Und für die meisten ist es tatsächlich auch unerreichbar, so dumm das klingt, aber ich könnte mir vorstellen, vor allen Dingen bei Sozi, der hat ja eine unglaubliche Mario Kart Base, weil er es auch einfach drauf hat, der Junge. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so viele Menschen gerne mitmachen würden. Ich glaube, das wird zeitlich gar nicht passen. Weil Sozis Quacker-WWs jetzt auch nicht so regelmäßig kommen, nicht wahr, Sozi? Und ja. Aber ich war dabei. Zack. Hat das geschafft. Der Kornel war dabei. Ach du Kacke. Ja, und es ist auch eine ganz klare Richtung zu sehen. Das ist, wenn man sich mein Analytics anguckt, dann habe ich ein halbes Jahr lang relativ sch nicht schwache, sondern relativ kleine Kurven. Und so mit dem Punkt, wo Sozi kam, stieß das Ding hoch wie sonst etwas, ja, und es war eine unglaubliche, es ist wahrscheinlich eine Steigerung von 300%, ja, so vom Wachstum her, was mein Kanal dann geleistet hat, und dann ging es in den 6 Monaten ja auch Schlag auf Schlag. Ich habe da
hab da einen relativ guten Zuwachs verzeichnen können und mein Kanal ist gewachsen und gewachsen. Und auch dann, als so die erste Soziwelle dann vorbei war und dann kam Wollo, ja, und dann denkst du, schreibt dich jemand an mit, damals hatte Wollo, glaube ich, noch so 2800 Abonnenten oder so, oder 2500. Und dann schreibt er dich an und sagt, ey, ich finde deine Videos cool und du denkst dir so, ey, was geht ab? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber es war wahr. Und ab ging's, ab nach Wollo. Und da ist ja nicht nur ein MKW-Part bei rausgekommen, wo er mich dabei haben wollte, da ist ja dann auch noch ein Together bei rausgekommen und auch viele schöne Stunden, die Wollo und ich zusammen auch mal so MKW einfach daddeln, ohne aufzunehmen. Ja. Auf jeden Fall Sachen, die man nicht unbedingt missen möchte und wo ich niemals, ich hätte niemals gewagt, davon zu träumen, dass ich, dass sowas funktioniert. Ja, dass ich mit meinem Kanal das erreichen, das klingt jetzt blöd, weil es ist jetzt auch jetzt, aber es ist halt einfach so, dass man ja jetzt rein YouTube-technisch gesehen nicht damit rechnen kann, wenn ich heute einen Kanal starte, bin ich im nächsten halben Jahr bei dem übelsten Skiller von MKW in der Aufnahme dabei und noch ein bisschen weiter danach bei einem Typen mit 2500 Abonnenten, was ja, für mich utopisch ist und war und immer noch ist, ja, ich 2500 Abonnenten ist eine Zahl, das ist ja der Wahnsinn. Und ja, es hat aber funktioniert. Und das hat mich natürlich auch dahin gebracht, dass mein Kanal sehr gut weitergewachsen ist. Aber auch nicht zu schnell, muss ich sagen. Ich habe sehr viele neue, coole Leute dazu bekommen. Hab auch sehr viele coole Kontakte in Skype dazu bekommen. Es gibt natürlich immer Leute, mit denen man besser klarkommt und auch Abonnenten, mit denen man mehr schreibt und Abonnenten, mit denen man weniger schreibt. Aber prinzipiell kann natürlich jeder mit mir schreiben, solange das vernünftig ist. Und man muss natürlich auch verstehen, wenn ich jetzt da selber auch persönliche Vorlieben habe und den einen vielleicht ein bisschen mehr mag und mehr persönlich mit dem schreiben mag und mit dem anderen weniger. Ich denke, das ist ganz legitim. Aber trotz allem habe ich das ja immer so verfahren, dass ich mich anbiete, dass man mich im Skype adden kann, weil es für mich der Kanal halt nicht aus mir als Hauptperson besteht, sondern für mich seid ihr die Hauptperson, ja. Das ist ein ganz großer Fakt, den ich allzu oft bei größeren Let's Player vermissen lasse, oder bei was mir bei größeren Let's Playern vermi wo, was ich bei größeren Let's Playern vermisse, dass da einfach manchmal so ein bisschen Respekt den Abonnenten gegenüber fehlt. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, dass man da trotzdem immer noch so eine gewisse ja, Grenze ziehen muss. Irgendwie, keine Ahnung. Ich denke, bis jetzt bin ich ganz gut mit jedem ausgekommen, der mich auch in Skype geaddet hat. Und wenn mich jemand nervt, dann ist es halt auch so und dann ist es ja auch nicht schlimm und dann sage ich das vielleicht auch mal und dann ist ja auch gut. Und ja, trotzdem bin ich sehr froh, wie alles gelaufen ist in dem Jahr. Es ging dann eigentlich ganz gut weiter. Und dann kam natürlich jetzt mein Umzug, der mich einen Monat gekostet hat. Wo ich jetzt natürlich, ja, prinzipiell einen ganzen Monat, fast einen, ja, eher einen Monat. Ja, es hat mich schon so, also es hat mir auf jeden Fall ein bisschen mehr als einen Monat gekostet, wo mein Kanal dann inaktiv war. Ich habe in der Zeit trotzdem noch ein paar Abonnenten dazu bekommen. Aber das war jetzt, weiß ich nicht, woran das lag, einfach so der normale Lauf, aber prinzipiell ist natürlich in dem Monat mein Kanal ein bisschen eingeschlafen. Ich habe ihn aber wiederbelebt, ja, reanimiert. Der Patient lag nur einen Monat im Koma und
So langsam fängt mein Kanal wieder an zu laufen. Ich weiß, dass es noch nicht perfekt läuft, dass noch einige Projekte fehlen, dass sie noch starten müssen. Aber ich denke, man kann mir danach sehen, dass ich da auch selber erstmal reinfinden muss. Irgendwie jetzt auch mit dem Studium irgendwie eine vernünftige Regelung zu finden, wann ich aufnehmen kann, wann ich Zeit zum Aufnehmen habe und dass ich dann auch irgendwie jedes Projekt aufnehmen kann und auch jedes Projekt hochladen kann. Aber es wird nach und nach natürlich alles bei mir weitergehen. Und ja, trotz allem muss ich sagen, bin ich unglaublich zufrieden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 100 Abonnenten schaffe. Und dafür habe ich auch sehr lange geackert. Also, das waren ungefähr 3, 3,5 Monate, die ich für 100 Abonnenten auch gebraucht habe. Es waren ungefähr 100 Tage für 100 Abonnenten. Also ein bisschen mehr wie 3 Monate. Und ich habe dann auch nochmal 3 Monate ungefähr für die nächsten 100 gebraucht. Also bis ich 200 hatte. Und ja, und dann ging es halt nach einem halben Jahr auch ein bisschen mit einem bisschen größeren Sprung voran, durch die eben genannten Freundschaften, die man schließen konnte. Und alles in allem hat sich mein Kanal echt zu einer tollen Sache entwickelt, die ich niemals für möglich gehalten habe, die ich ja, die mich schon glücklich macht, wenn ich meinen Kanal angucken kann, auf jeden Fall. Wenn ich auf YouTube gehe und auf meinen Kanal klicke und sehe, dass der Kanal lebt, dann macht das schon so ein bisschen glücklich. So dumm das klingt, aber es ist so. Ich meine, man macht es ja dafür, dass man so ein bisschen Leben hat auf seinen Videos, dass man nicht nur seine Videos hat, sondern dass man dazu natürlich auch euch hat und eure Kommentare und eure Bewertungen. Und das ist dann der nächste Punkt, wo ich gar nicht weiß, warum ich das verdient habe und warum das so ist. Aber ich habe eine unglaublich aktive YouTuber Community, wie man ja gerne sagt, auf meinem Kanal. Ich meine, meine Daumen hoch an Zahlen und meine Daumen hoch an Zahlen sind unglaublich, ja, im Vergleich zu dem, was ich an Abonnenten habe und was andere so für Daumen hoch Zahlen haben. Ich meine, das ist echt nicht in Worte zu fassen. Ja, wenn ich mir angucke. Ja, das ist unglaublich. Ich weiß es nicht. Ja, so ein MKW-Part mit Wollo, gut, da ist Wollo dabei, aber dass der 53 Daumen hoch kriegt, das ist dann auf meinem Kanal nicht selbstverständlich. Wenn wir das Video bei Wollo hochgeladen hätten, wäre das selbstverständlich, weil der Wollo hat 4000 noch was Abonnenten, aber ich nicht, und es kommen ja auch nicht alle von Wollo dann zu mir und sagen, cool. Also es ist schon eine Zahl, die ist unglaublich, aber auch, dass ich bei meinen Back to Classics SMW Hack Videos habe ich 19 Daumen hoch, 17 Daumen hoch. Das sind so Zahlen. Selbst bei Mega Man hatte ich jetzt 18 Daumen hoch. Das sind so Zahlen, die sind einfach unglaublich. Ich weiß nicht, warum da meine Leute so unglaublich fanat drauf sind, mir einen Daumen hoch zu geben. Weil ich sie auch nie anspreche oder sonst etwas. Ich sag ja nicht in jedem Part, gib mir bitte einen Daumen hoch. Was ja schon so ein bisschen zur Gewohnheit auf YouTube geworden ist, was ich nicht ganz so toll finde, weil es halt bei vielen leider einfach nur noch kommerzielle, ja, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, meine Damen und Herren? Das ist halt bei vielen einfach nur noch kommerzielle Ausnutzung und fickt euch. Gebt mir einen Daumen hoch, bam, in your face. Ich persönlich mache das nicht, ich erwähne das nicht, weil ich muss ganz klar sagen, ich habe jetzt bei einem Back to Classic Part 19 Daumen hoch. Wenn ich jetzt in dem Part erwähnen würde, gibt mir einen Daumen hoch und ich hätte dadurch 30 Daumen hoch,
dann würde ich mich nicht besser fühlen, weil dann wüsste ich ja, warum ich mehr Daumen hoch habe, weil ich es erwähnt habe und weil dann vielleicht irgendeiner, der mir vielleicht doch nicht einen Daumen hoch aus Überzeugung geben wollte, trotzdem Daumen hoch gegeben hat. Ja, das ist genau das gleiche, wie wenn ich einen Werbespot drehe, wo ich sage, Persil macht alles weiß, auch Kotzflecken. Und dann bist du mal betrunken irgendwo, ja, kotzt auf dein weißes Hemd und dann kaufst du dir Persil und es wird nicht weiß, ja. Dann ist es Verarsche. Und hätten die nicht gelogen oder hätten die es nicht erwähnt in der Werbung, einfach mal so, ja, Persil macht auch Kotze weg, dann hätte ich da auch nicht Persil gekauft. Und ich persönlich lebe besser damit, wenn ich weiß, wenn den Leuten es gefallen hat, geben die mir schon einen Daumen hoch. Wie wenn ich das erwähne und dann weiß, jetzt habe ich 10% oder jetzt habe ich 20% mehr Daumen hoch, weil ich hab's ja gesagt. Es ist irgendwie, keine Ahnung, mich persönlich befriedigt das nicht. Ja, das ist halt so. Es ist jetzt lustig, dass ich darüber rede, wie das kommerziell ausgenutzt wird, weil das ja der nächste Punkt auf meiner Agenda hier, Agenda Jubiläumsvideo ist. Und zwar, dass ich ja Partner werde. Aber da reden wir gleich drüber. Aber wie gesagt, ich bin echt, das ist jetzt mal so ein Punkt, wo man das ruhig mal erwähnen kann. Ja, ich bin einfach unfassbar, jedes Mal wieder aufs Neue unfassbar überrascht, wie viel Zuspruch ich von euch bekomme in Form von Kommentaren, ja, wie viele Kommentare ich bekomme und auch in Form von Daumen hoch. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe. Ich weiß nur, dass es mich unendlich freut und dass ihr mir damit oft ein Lächeln schenkt, was euch vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Aber wenn ihr euch ein Video anguckt und es wirklich gut findet und mir einen Daumen hoch gebt, dann ist es so ein kleines Yippie. Weil wenn man solche Videos macht, dann möchte man natürlich auch ein bisschen Anerkennung, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, man möchte aber so ein bisschen gestreichelt werden, ja. Das ist ja der ganz normale Lauf der Dinge. Es ist einfach so, ja. Wenn ich ein Lied singe, dann möchte ich, dass jemand sagt, oh, war das schön. Ja, weil deswegen singe ich's ja. Jetzt bei Menschen, die auch singen können, davon ganz abgesehen. Oder wenn ich, was weiß ich, wenn ich Äpfel pflanze, ja, und dann essen das meine Kinder, die ich jetzt nicht habe, aber so rein hypothetisch gesehen, dann will ich, dass die sagen, oh Mann, ist der lecker, und er kommt aus dem eigenen Garten, meine Fresse, es ist geil, und deswegen habe ich ihn gepflanzt. Ja, das ist einfach so, man freut sich drüber, und es ist wunderbar, und es ist Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist mein Kanal ein Jahr alt und was gibt's? Zum Geburtstag gibt's eine Partnerschaft von Divimove. Ich bin entzückt. ja. Mein Kanal wird also auch zu einem Geldgeldmaschinen-Kanal, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist wie gesagt nicht so viel. Also, ich denke mal, wir sind alle schlau genug, um zu wissen, ich habe keine Millionen Klicks und werde deswegen auch keine Millionen Euro damit verdienen, ganz im Gegenteil. Aber ich kann einfach auch momentan nicht auf Geld verzichten. Und deswegen ist der kleinste Betrag noch eine Hilfe. Und deswegen habe ich das jetzt auch einfach beim Schopfe gegriffen und dieses Angebot nicht abgelehnt, weil es wäre einfach ein Akt, wo ich Geld verschenken würde, jeden Monat. Und ich bin nicht in der Situation, Geld zu verschenken. Ja, so einfach ist es. Neben all dem schönen, romantischen Tralala müssen wir auch einfach mal daran denken, dass mein Bier in den Kühlschrank muss. Und das Bier kauft sich nicht von alleine, meine Damen und Herren. Und deswegen, ist es so und
Wenn damit jemand ein Problem hat, ist es natürlich auch gar nicht schlimm. Dann kann derjenige ja auch gehen. Ja, das ist ja hier kein Gefängnis, wo die Leute gezwungen werden, auf das Video zu klicken. Aber so ist es halt einfach. Bäm. Es wird so kommen und es ist so. Und ansonsten bin ich der glücklichste YouTuber, weil mein Kanal jetzt endlich ein Jahr alt ist und morgen Torte gegessen wird. Also heute. Warum morgen? Warum sage ich morgen? Weil wir haben, selbst jetzt, wo ich es aufnehme, hat mein Kanal schon Geburtstag. Und ich sag euch, ich gehe morgen zum Bäcker und kaufe mir ein Stück Torte. Einfach nur mit einer Kerze. Na gut, ich kaufe mir keine Kerze. Ich nehme einfach ein Streichholz, mach das kurz an und steck's dann oben rein. Das sollte auch gehen. Esse ich halt ein bisschen Holzspäne mit. Was soll's? Ja. Unglaublich. So. Was bleibt mir zu sagen? Es ist natürlich nach einem Jahr nicht Schluss, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, so, jetzt sind wir ein Jahr alt, jetzt geht's in Rente. Nee. Rente gibt's ja erst mit 65, 67, 69. Wenn ich alt bin, wahrscheinlich erst mit 85. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich also noch Let's Playen muss, bis ich meine Rente genießen kann, die ich wahrscheinlich, wenn ich nicht verbeamtet werde, irgendwann mal als Lehrer werde ich wahrscheinlich mich um eine private Rente kümmern müssen. Wobei wahrscheinlich, ach, wenn ich mal alt bin, meine, was soll dann, ja, da gibt's wahrscheinlich gar kein Geld mehr, da tauschen wir wieder Ziegen gegen Käse oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht relevant. Aber es ist natürlich nicht Schluss mit lustig. Und jetzt fängt mein zweites Jahr an. Und die Frage ist, werde ich aus den Kinderschuhen herauswachsen oder bin ich im Nimmerland? Ja, das ist die große Frage. Werde ich jetzt in einem Jahr ungefähr wieder so 700 Abonnenten erreichen können, werde ich mich irgendwie in einem Jahr sehen und kann sagen, oh, wir sind so bei 1500, oder fängt mein Kanal an zu stagnieren, ich weiß es nicht, oder schaffe ich es dann doch, es ein bisschen exponentieller zu entwickeln, dass mein Kanal tatsächlich im zweiten Jahr mehr Zuwachs hat wie im ersten, was prinzipiell ein bisschen logisch wäre, weil mein erstes halbes Jahr halt relativ langsam war und selbst wenn es jetzt nicht mehr so extrem hoch geht, selbst dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schwer, das erste halbe Jahr zu toppen. Das ist so eine Frage, die so im Raum steht und die ich natürlich nicht beantworten kann, aber ich kann sie natürlich erhoffen und ich erhoffe mir, dass es weitergeht. Ich erhoffe mir aber auch, dass ich trotz allem Skype aktiv bleiben kann, dass das nicht irgendwann zum Problem wird. Ich meine, viele sagen immer, da kann ich ja gar nicht mehr leben, wenn ich da mal on gehe, schreiben mir 350 Leute auf einmal. Ist bei mir jetzt nicht ganz so schlimm, weil mein PC sowieso fast immer an ist und immer wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich am PC, weil mein Zimmer jetzt nicht viel mehr hergibt. Also wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich an meinem Schreibtisch und da steht mein PC. Und dann werde ich bei allem, was ich so mache, ob es ein Film gucken ist oder ein YouTube-Video oder ob ich esse oder was weiß ich, werde ich jedes Mal die Zeit haben, ein bisschen bei Skype zu schreiben und deswegen wird es sich aber auch nie bei mir so häufen. Deswegen denke ich mir, dass ich das auch noch sehr, sehr lange beibehalten kann und dass das erstmal überhaupt gar kein Problem wird. Trotz allem wünsche ich mir natürlich auch, dass ich neue Leute kennenlerne im nächsten Jahr. Ja, coole neue Leute. Ich wünsche mir aber natürlich auch, dass ich meine alten Leute, also euch, die ihr jetzt hier sitzt und das vielleicht guckt, dass ich euch nicht verliere. Das kann natürlich nicht immer garantiert werden. Geschmäcker, die verändern sich,
Vielleicht sagt ihr in einem Monat, oh, der Cornel, der ist mir so ein bisschen altbacken geworden. Der immer mit seinen Sprüchen hier, also hier die Sprüche so, die der immer sagt, die sind so ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kann doch mal seine Qualität im Popo stecken, ja, und dann düse ich hier mal ab und dann seid ihr weg. Ja, kann passieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr so verrückt seid und mir treu bleibt. Das hört sich jetzt ein bisschen zu krass an, aber dass ihr weiterhin Spaß an meinen Videos habt und dann wir uns in einem Jahr wieder hören und wir das zweite Streichholz in das Stück Torte stecken und wir dann vielleicht schon wieder ein Stückchen weiter sind. Denn wie gesagt, es ist natürlich mein Kanal, es sind meine Videos und ich kassiere das Geld, so dumm es sich anhört. Aber im Endeffekt seid ihr das, was mir den Spaß bereitet und seid ihr das, was für mich den Kanal schön macht. Ja, denn meine Videos sind hoffentlich toll für euch, aber das, was wirklich den Kanal ausmacht, das ist, was eure Kommentare zu dem Video sagen, das sind eure Bewertungen, eure Kommentare, das seid ihr, das ist eure Gestaltungsmöglichkeit ist das, was mein Kanal für mich persönlich schön macht. Ja, ich könnte hier jetzt meinen Custom Track Part mit Sozi, ja, der könnte von mir aus auch 5000 Klicks haben, wenn der 0 Daumen hoch, 0 Daumen runter und 0 Kommentare hätte. Dann wäre das für mich der größte Schrott auf Erden, weil dann wäre es falsch. Für mich persönlich. Aber wenn er 344 Klicks hat, 43 Daumen hoch und 19 Kommentare, dann weiß ich, dass ich mit dem Sozi irgendwas richtig gemacht habe. Und dann weiß ich, dass es Leuten gefallen hat. Und dann weiß ich, dass ich mein nächstes Video ganz in Ruhe machen kann, mit all meinem Spaß, weil ich weiß, dass ihr da draußen seid und das, was ich hier mit mir selber rede, ja, in meinen vier Wänden, das werdet ihr hören und bewerten und kommentieren und von mir aus auch mal kritisieren. Das ist ja alles nicht schlimm. Das ist einfach so ein Punkt, der wunderschön ist und für den ich auch einfach dankbar bin, ja. Das ist absolut, absoluter Wahnsinn. Wie lange rede ich jetzt eigentlich schon wieder? 42 Minuten? Was habe ich denn alles gesagt? Habe ich viel gesagt? Das guckt sich doch kein Mensch an. Ach ja. Kornel, Kornel, Kornel. Jetzt kommen die Kommentare wieder. Mensch, Kornel, schon wieder ein Infovideo? Ja, schon wieder ein Infovideo. Fickt euch. Hey. Ach ja, Infovideos sind doch was Tolles. Aber es ist ja kein richtiges Infovideo. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist, der Kanal hat mir sehr geholfen und ihr habt mir sehr geholfen, durch schöne Zeiten schön durchzukommen und durch nicht so schöne Zeiten trotzdem ein bisschen schön durchzukommen. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen, so ein bisschen zu lachen, wenn es vielleicht bei euch nicht immer was zu lachen gab. Und zu lachen, wenn bei euch gerade der Tag perfekt war. Denn lachen kann man immer. Ja, dafür braucht man einfach nicht, dafür braucht man keine Grundstimmung. Wenn man absolut traurig ist, dann kann man trotzdem lachen. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Weil so schlimm es auch im Moment vielleicht ist oder war oder werden kann, das Wichtigste ist doch, dass man noch was zu lachen hat. Ah, ich bin so unglaublich tiefgründig, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Ach ja. So, wir könnten jetzt natürlich noch so ein bisschen über kommende Projekte reden. Die Wii U kommt ja raus und ich werde sie nicht haben. Also, außer schenkt mir jemand oder so. Nein, natürlich nicht.
3D-Spiele kann ich auch nicht let's playen, weil es dafür noch keinen Emulator gibt. Und den wird es wahrscheinlich auch nie geben. Und ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht schöne Spiele bei mir geben wird. Ne? Also das ist ja keine... Das schließt sich ja nicht aus. Ich denke ganz im Gegenteil, dass es noch sehr viele schöne Spiele auf meinem Kanal geben wird, auch im nächsten Jahr. Und ich hoffe, dass ihr großen Spaß dafür daran habt, euch das Ganze anzugucken und das zu bewerten und das zu kommentieren, so wie wir es auch dieses Jahr geschafft haben. Wir könnten da ja eigentlich auch mal gucken, was ihr da so tatsächlich auf die Beine gestellt habt. Also ich habe 450 Videos hochgeladen, das war meine Leistung. Wollen wir uns doch einfach mal eure Leistung angucken. Ja, das wäre doch auch mal ganz interessant. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Sind einmal 65.000 Videoaufrufe, die ich jetzt in einem Jahr geschafft habe. Was... Ja, die Kurven sind halt einfach unglaublich cool, weil es halt einfach ganz lange so ziemlich niedrig ist und dann so ein richtiger Stoß nach oben. 65.000 Videoaufrufe. Mal gucken, wie viel es nächstes Jahr werden. Keine Ahnung. 183 hinzugefügte Favoriten gab's. Es wurden viermal Inhalte geteilt, auf Facebook oder so, keine Ahnung. Damit kenne ich mich ja jetzt nicht unbedingt so aus. Ich habe zwar einen Twitter-Account, aber da mache ich nichts mit. Der heißt The Corner LP, also wenn das irgendjemandem was bringt. Aber da ich bin noch nicht ganz so schlau mit Twitter und eine Facebook-Fanpage habe ich auch noch nicht. Ich wüsste nicht, also ich habe, dafür ist mein Kanal glaube ich noch zu klein, dass es da wirklich Interesse dran gibt, weil wenn ich mir angucke, dass so Menschen mit 30.000 Abonnenten, die haben dann da auf ihrer Facebook-Fanpage 1.500 Klicks und wenn wir das mal runterrechnen, dann sind sie 29.000, 28.000 weniger. Wenn ich 700 habe, dann sind es vielleicht 5, die bei mir Interesse daran hätten vielleicht. Von daher lohnt sich das, denke ich mal, nicht. Es gab insgesamt 4.434 Kommentare, die ich lesen durfte. Und es ist der absolute Wahnsinn, diese Zahl. Ich habe 4.000 Kommentare lesen dürfen von euch. Und für 400 Videos oder 450. Ich denke, das war ein fairer Tausch, oder? Also ich find's geil, ganz ehrlich, ja. Und es ist fast eine identische Zahl. Ich habe auch 4.417 positive Bewertungen bekommen. Was auch der absolute Wahnsinn ist. Ich meine, 4.500 Daumen hoch in einem Jahr, das ist schon eine... Also für mich persönlich ist es eine krasse Zahl. Ja, andere haben das an 5 Tagen. Gut. Ich nicht. Und für mich ist es eine Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja. 4.500. Ich werde verrückt. Ach, krass, ey. Ist wirklich krass. Und ich habe 314 Daumen runter bekommen auf 415 Videos. Das ist also noch nicht mal einer pro Video im Schnitt. Ich denke, damit kann man sehr gut leben. Und meine Meinung zu Daumen runter, wisst ihr ja. Ich finde das nicht schlimm. Ja, es soll jeder genau das bewerten, was er möchte. Genauso wie ich nicht sage, gib mir bitte einen Daumen hoch. Genauso habe ich auch kein Problem damit, wenn mir jemand einen Daumen runter gibt. Das muss man einfach einmal ganz klar sagen. Das ist so und es soll auch so bleiben. So, und für die drei Leute, die mir jetzt noch zuhören. Ich habe ein Video über 2000 Klicks. Das ist natürlich das Custom Track, der Custom Track Part mit Sozi, der erste. Über 2000 Klicks, das ist auch eine Zahl, das ist unglaublich. Mein Traum war immer, als ich angefangen habe mit YouTube, war mein Traum, was ich unbedingt erreichen wollte, immer 100 Klicks auf jedes Video. Weil ich halt immer so ein Problem damit habe, dass ich mir schlecht vorstellen kann, dass die Leute wirklich auch die Videos gucken. Und wenn das Video jetzt 50 Klicks hat und eine Zuschauerbindung von 10%, um es jetzt mal zu übertreiben,
dann sind das 5 Leute. Und das ist dann wieder so das Gefühl, ja, wenn da jetzt 5 stehen würde, wäre es irgendwie komisch. Aber es ist nun mal nicht so, dass es nur 5 gucken tatsächlich. Und deswegen war halt immer so der Gedanke, immer über 100 Klicks, dann kannst du dir sicher sein, dass du so ein paar Leute hast, die wirklich gerne deine Videos schauen, auch ein paar mehr. Und ich bin im Moment tatsächlich angekommen in dem Bereich, wo ich das fast schaffe. Also die meisten meiner Videos kommen über 100 Klicks und viele sogar weit drüber. Also so ein Mario Kart wie Custom Track Part, der kriegt natürlich, weil auch Sozi dabei ist, deutlich mehr. Das ist unglaublich. Ja. So. Dann habe ich 3 Videos, die haben sogar über 1000 Klicks. Das ist unglaublich. Meine beste positive Bewertung Videos, die meisten Daumen hoch habe ich, weiß ich gar nicht, wie ich das nachgucken kann. Es könnten 62 sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. 62 sind es, glaube ich. Zumindest wird das hier so angezeigt. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte mich eigentlich nur kurz bedanken. Ganz kurz, so 50 Minuten. Und die hässliche Fratze auf dem Bild bin übrigens ich, wie wahrscheinlich schon einige bemerkt haben und jetzt in die Kommentare geschrieben haben. Boah, der Kornel ist aber ein großer Mann. Ja, der Kornel ist ein großer Mann. Was zum einen gut ist, weil ich kein Problem damit habe. Weil, ja, keine Ahnung. Also ich habe schon ein Problem damit und was heißt, prinzipiell habe ich kein Problem, weil ich noch jung bin und es mir noch sehr gut geht, aber einfach mal rein gesundheitlich gesehen ist es natürlich nicht optimal und auch nicht unbedingt eine Vorbildfunktion, die man als Lehrer einnehmen sollte. Das muss man ganz klar so sagen. Deswegen bin ich natürlich auch drauf und dran dabei, das Ganze ein wenig zu reduzieren. Also die Größe, ja, aber natürlich nur die körperliche Größe. Meine geistige Größe ist natürlich eh so hoch und so unglaublich geil, dass man da nicht rankommt. Ist natürlich schon ein bisschen schade, weil ich sehe schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Und aber nee. Ich hatte mal überlegt, ob ich einen Kanal mache, auf dem ich ein 365-Tage-Projekt starte, und zwar ein Jahr lang abnehmen mit Kornel. Das hätte mir so, oder das würde mir insofern etwas bringen, weil ich dann einen Kontrolleur hätte, so dumm es sich anhört, und dann könnte ich nicht mehr abends, wenn ich mal schlechte Laune habe, könnte ich mir nicht mal eine Tüte Chips reinziehen, weil dann müsste ich euch das ja erzählen. Und wenn man sowas macht, muss man es ja auch richtig machen, und da könnte ich euch ja nicht anlügen, und dann müsste ich ja erzählen, dass ich eine Tüte Chips gegessen habe und gesündigt habe. Deswegen habe ich mal überlegt, ob ich sowas mache, so 350, also so ein Jahr abnehmen mit Kornel. Es ist aber immer daran gescheitert, dass ich keine Kamera habe, und dass ich nicht weiß, ob sowas überhaupt ankommt. Ja, weiß nicht. Möchte jemand einen dicken Jungen beim Abnehmen zugucken? Also, keine Ahnung, ich hatte das mir so ein bisschen überlegt, wie man das machen könnte. Es gibt da schon viele, viele Ideen, wie man sowas umsetzen könnte. Man könnte tatsächlich daraus ganze Events machen. Ich meine, wir könnten YouTuber-Marathon irgendwie organisieren. Nach dem Jahr natürlich, wenn ich topfit bin. Am besten nur so einen kleinen Marathon, so 500 Meter, damit ich auch ins Ziel komme. Aber nee, man könnte da echt coole Sachen mitmachen, je nachdem, wie dann so auch am Ende das Interesse an sowas sich entwickelt. Man könnte, ja, man könnte tägliche oder alle 2, 3 Tage solche kurze Updates machen, solche kurzen, wie waren die Tage oder wie wurden die Tage rein essenstechnisch gestaltet.
Man könnte so wöchentliche Shows machen. Also prinzipiell hätte ich da schon leichte Ideen, Ansätze, aber ich weiß halt nicht wirklich, ob sowas ja, ankommt. Keine Ahnung. Es gibt da Ideen und vielleicht mache ich irgendwann mal so etwas Real-Life-mäßiges. Und wenn ihr an sowas Interesse habt, könnt ihr mir natürlich auch mal schreiben, per PN, mir Ideen mitteilen. Ich habe ja auch über Cornel erklärt die Welt nachgedacht. Das ist auch ein Format, was ich weiterhin prinzipiell sehr gerne machen würde. Und was dann natürlich auch nicht ganz komplett ernst gesehen werden darf und auch einiges Halbwissen mit beanschlagen würde. Aber so rein prinzipiell wäre das eine Idee. Und ja. Es sind halt solche Ideen, die ich öfters zwischendurch mal habe und wo ich nicht weiß, ob ich das, ob man das umsetzen kann. Ja, das ist halt die große Sache. Keine Ahnung. Da könnt ihr mir natürlich auch immer gerne Meinung dalassen. Könnt ihr mir in Skype schreiben, könnt ihr mir per PN schreiben, Ideen für Formate, Ideen für irgendwelche Sachen, die man machen kann. Und vor allen Dingen würde ich mich natürlich auch über ein Feedback freuen, ob ihr an sowas Interesse hättet und sowas euch reinziehen würdet. Ich meine, nicht nur der Tatsache, dass ich mir vorstellen könnte, dass mir das beim Abnehmen helfen könnte, wäre es natürlich auch vielleicht Motivation für andere da draußen mitzumachen. Und vor allen Dingen wird es natürlich dann darum gehen, dass man das irgendwie, dass man dann nicht irgendwelche Diäten aus Bild der Frau macht, sondern dass man da irgendwie versucht, zusammen mit der ganzen Community so eine Ernährungsumstellung zu erringen. Ja, böse Zungen würden jetzt sagen, zu Erzumo-ringen. Aber ist mir gerade so, war nicht ganz so lustig, glaube ich. Das wäre halt eine sehr interessante Sache, wenn sowas funktioniert. Weil man könnte da mit Sicherheit zusammen eine Menge lernen. Das ist ja auch das Schöne an YouTube und das ist ja auch immer noch der Grundgedanke von YouTube, der mir auch bei so richtig großen YouTubern oft verloren geht, dass es so immer so ein Heldenstatus ist, der einfach nicht sein muss, weil es ist YouTube. Ja, darum geht es doch. Es ist YouTube. Und egal wie professionell alles aufgezogen wird, es ist immer noch einfach so, dass es kleine Pimps sind, ja. Alibaba hat auch seine 40 Räuber mit Sicherheit nicht alleine umgebracht. War der schlecht, den hat eh keiner verstanden. Oh, ich bin so unglaublich gut gelaunt. Das glaubt man mir wahrscheinlich nicht. Es hat sich wahrscheinlich auch ziemlich emo-mäßig am Anfang angehört. Liegt daran, dass, wie gesagt, ich momentan in so einem, das momentan nicht ganz so optimal alles, ich weiß auch nicht, eigentlich sollte ich mich freuen, weil im Moment alles tatsächlich doch ein bisschen optimaler läuft. Aber man hat ja immer so seine Phasen. So. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne die eine Stunde nicht ganz voll machen. Deswegen würde ich sagen, geht's jetzt dann doch so langsam zu Ende. Keine Ahnung, ob sich das jemand komplett anguckt. Jetzt schreiben sowieso wieder drei, vier Leute. Ich hab's natürlich zu Ende geguckt. Warum sagst du das immer, Cornel? Du bist so ein Spaß. Hör mal auf, sowas zu sagen. Aber es ist einfach so ein Gefühl, was mich immer treibt. Ich meine, wer hört sich jetzt eine Stunde lang mein dummes Gequatsch an? Wobei ich es am Ende ziemlich cool fand. Wäre schade, wenn das viele nicht mehr mitkriegen. Ach ja, so. Aber so ein Podcast kann auch mal ganz gut sein, oder? Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich würde mich freuen über vieles, vieles Feedback über die Sachen, die ich jetzt so erwähnt habe. Wobei so viel Feedback, lastige Sachen habe ich da jetzt ja auch nicht erwähnt. Aber so die Real-Life-Geschichten-Sache würde mich schon mal interessieren. Ich habe übrigens auch eine sehr hübsche Nachbarin, die eventuell auch Lust hätte, mal hier und da was zu machen. Vielleicht kann man uns dann auch mal zusammensehen.
wie, keine Ahnung, sie könnte mich vom Hof jagen oder so. Keine Ahnung. Wäre bestimmt lustig. Auf jeden Fall. Gut. Ich verabschiede mich jetzt. Ich bedanke mich für alles, was ihr für mich getan habt. So dumm das klingt. Und ich hoffe, dass wir uns auch in einem Jahr wieder hier hören. Bis dann.